Saris wehen, Bälle fliegen. Töchter und Mütter gegeneinander, nein, miteinander. Mama spielt heute in der Verteidigung. Sie macht das super. Sie hat das fast besser drauf als ich. Jetzt verstehe ich, warum meine Tochter unbedingt Fußball spielen will. Es macht wirklich Spaß. Der Weg zu dieser Erkenntnis allerdings war weit und schmerzhaft. Das ist Ambedkar Nagar, einer der größten Slums von Mumbai. Auf engstem Raum wohnt Familie Prajapati. Wenig Platz zum Leben, wenig Platz für Träume. Mamta, 16 Jahre, hat nur den einen, Fußballspiel. In Europa, in Deutschland, mag das für Mädchen nicht mehr ungewöhnlich klingen, in Indien schon. Hausarbeit, Kochen, Kinder kriegen, so soll es noch immer sein. Je ärmer die Familie, umso ausgeprägter diese Sicht. Bei uns in unserer Tradition gibt es so etwas nicht. Was zählt ist, dass die Töchter im Haus helfen und dann gut heiraten. Fußball spielen, so etwas gibt es nicht. Das hat für viel Ärger bei uns gesorgt. Meine Mutter hat mir immer geholfen. Sie hat für mich gekämpft. Auch wenn es nicht einfach war. Deshalb muss sie weinen. Ich liebe meine Mama. Eine Etage tiefer der kleine Laden der Familie. Hier ist der härteste Brocken, Mamtas Vater, der in traditionellen Rollenbildern denkt und der sich sorgt, was die anderen Leute wohl denken über eine Tochter, die mit diesem Rollenbild bricht. Mir gefällt schon ihre Frisur nicht. Ein Mädchen sollte auch eine Mädchenfrisur haben. Lange Haare, nicht so. Mein Vater hätte sowieso lieber einen Jungen gehabt. Die sind mehr wert. Ich konnte ihn nicht glücklich machen. Denn die traditionelle Rechnung geht so. Ein Sohn verdient Geld, eine Tochter kostet Geld bis zur Heirat. Und wie soll man eine Tochter verheiraten, die nur Fußball im Kopf hat? Bei Mamta ist das so, Fußball jeden Tag. Das Spiel, das Training, ihre Erfolge, das alles hat Mamta aufgebaut, ihre Persönlichkeit geformt, sie selbstbewusst gemacht. Man sollte Mädchen nie unterschätzen. Wir können alles. Oft sind wir sogar besser als Jungs, weil wir mehr Ausdauer haben und nie aufgeben. Eigentlich sind wir sogar die Stärkeren. Wir dürfen bloß nicht darauf hören, was die anderen sagen. Sonst werden unsere Träume nie wahr. Ein Team ist gewachsen aus Mädchen, allesamt aus dem Slum. Ihre Herkunft verbindet sie genauso wie die Leidenschaft für Fußball. Indiens Sportwelt wird von Cricket dominiert, von Hockey. Aber es zeigte sich, wenn man einen Verein aus dem Boden stampfen will, ist Fußball ideal. Am Anfang hatten wir kaum Geld. Es reichte gerade mal für einen Fußball. Cricket-Ausrüstungen waren zu teuer. Und beim Fußball konnten viele gleichzeitig spielen, mitmachen, Spaß haben. Wir wussten nichts über Fußball. Aber nach und nach haben wir verstanden, Fußball löst alle unsere Probleme. Denn Oscar, so heißt der Verein, steht für mehr als nur Sport. Hunderte Jugendliche sind inzwischen durchgeschleust worden. Wer, warum auch immer, an staatlichen Schulen scheitert, hat hier eine Chance. Und viele haben sie schon genutzt, einen Job gefunden, eine Existenz aufgebaut. Oscar ist eine aus Spenden finanzierte Stiftung für benachteiligte Kinder, Jungen und eben auch Mädchen. Fußball ist unser Instrument. Unser Motto lautet Unterricht mit Kick. Du kannst nur bei uns trainieren und spielen, wenn du am Unterricht teilnimmst, Prüfungen ablegst. Für uns gehören die Dinge zusammen. Sport und Bildung. Mamta zum Beispiel war von der Schule geflogen. Sie hatte keine Lust, sah kein Ziel, kam nicht mit. Bei Oscar wird sie nun intensiv auf ihre Prüfungen vorbereitet und es klappt. Meine Leistungen werden besser. Ich weiß, dass ich lernen muss, wenn ich später einen Job finden will. Und was willst du dann mal werden? Fußballprofi. Mamtas Traum. Mag der Weg dahin auch weit sein, wer weiß. Hier bei Oscar haben sie schließlich gelernt, dass Träume wahr werden können.
An diesem Tag hat der Verein zum Fest eingeladen und viele der Mütter erleben zum ersten Mal, was ihre Töchter am Sport so fasziniert. Auch Mantas Mutter ist dabei und mittendrin sogar, ohne Scheu. Keine Frage, es ist was in Bewegung geraten in dieser Familie. Mamta hat mir gesagt, du musst heute dabei sein, alle Mütter kommen. Also habe ich meine Hausarbeit schneller als sonst erledigt. Ich war ja vorher noch nie hier. Ich bin hier zusammen mit meiner Mama, die ganze Zeit zusammen. Diesen Tag werde ich niemals vergessen. 11 Freunde müsst ihr sein, die Weisheit ist so alt wie das Spiel. Freunde, Mütter, Töchter, ein Team. Und dann ist ganz viel möglich im Fußball. Im Leben.